Alle Schüler haben gerade Unterricht. Die Schüler schreiben gerade einen Test. Sie müssen jetzt zeigen, ob sie gelernt haben. Seid ihr bereit? Nehmt eure Stifte und lasst uns anfangen. Und wen haben wir hier? Oh, Spider-Man lernt also auch. Und sogar Thor ist in der Klasse. Ja, auch Superhelden gehen zur Schule. Thor ist bereit, mit Formen zu kämpfen. Und Spider-Man hat sich noch nicht entschieden, welchen Stift er wählen soll. Er hat eine ganze Sammlung dabei. Okay, ihr könnt anfangen. Hey. Spider-Man hat wohl Probleme. Er hätte lieber lernen sollen, anstatt sich über Stifte sorgen zu müssen. Er wird wohl seinen Sitznachbar um Hilfe bitten müssen. Aber Thor ist ein verantwortungsvoller Schüler. Er schummelt nicht. Oh, sieh mal, ein Blitz! Ein paar Sekunden reichen aus, um sich die Antworten auszusuchen. Oh nein, er hat einen Fehler gemacht. Er muss die Formel nochmal berechnen. Hey, was machst du da? Spider-Man steckt in Schwierigkeiten. Er muss irgendwie an die richtigen Antworten kommen. Hat Thor Augen in seinem Hinterkopf oder was? Er lässt das nicht zu. Er hat auch seine Waffe auf seine Blätter gelegt. Jetzt kann er gar nichts mehr sehen. Es ist Zeit zu handeln. Kannst du mir meinen Stift geben? Ja, das ist seine Chance. Er muss sich nur ein bisschen anstrengen. Aber nicht jeder kann den Hammer heben. Spider-Man wohl auch nicht. Hier ist dein Stift. Oh, Spider-Man, du nervst. Was? Die Zeit ist schon um? So schnell? Spider-Man konnte nicht schummeln. Und Thor war fleißig. Dieser Superheld hat Zeit für alles. Er rettet die Welt und lernt für Tests und Prüfungen. Aber in der Cafeteria kann jeder erstmal abschalten. Es ist viel los hier. Die Superhelden sind am Verhungern. Wo soll Captain America sitzen? Hey. Supergirl hat ihre eigene Regel. Jungs haben hier nichts zu suchen. Also, setz dich lieber woanders hin. Hey. Cap ist hier auch nicht willkommen. Endlich. Es gibt einen freien Platz. Er mochte noch nie Burger. Er isst militärisches Essen. Es sieht ungewöhnlich aus. Aber so ist er halt. Wo ist das Brot? Ich schaue in meinem Rucksack nach. Will Spider-Man einen Streich spielen? Oh, wow. Er klaut Caps Dose. Hier ist das Brot. Und das Supergirl will ihn etwas ärgern. Sie will sein Mittagessen ein bisschen aufwärmen. Oh, ist das heiß. Keiner sollte sich mit ihm anlegen. Hat er sich Thanos Infinity-Handschuhe ausgeliehen? In ein paar Sekunden ist er in der Cafeteria alleine. Keine Sorge, er wird jeden wieder dahin bringen, wo er hingehört. Aber erst, wenn er aufgegessen hat. Leute, wie wär's mit etwas Musik? Flash weiß, wie er seine Freunde beeindrucken kann. Und Cap hat seine eigene Playlist. Macht alle mit! Aber Retro-Hits sind bei den anderen Schülern nicht so beliebt. Hey, wo wollt ihr denn hin? In der Schule wird ein neuer Schulsprecher gewählt. Catwoman und Batman treten an. Stimmt für mich! Diese Schule braucht einen echten Helden. Hier, nimm einen Flyer. Jeder verdient ein cooles Batmobil. Catwoman hat auch viele Wähler. Stimmt für mich. Wir brauchen Fisch in unserer Cafeteria. Jeder gibt sich sehr viel Mühe. Hey, stimmt für mich. Aber er will wohl lieber den Konkurrenten wählen. Was? Echt jetzt? Du bist doch nur eine Katze. Und du bist nur eine Fledermaus. Das wird eine richtige Wahlschlacht werden. Jetzt wird's ernst. Batman weiß, wie er Catwoman ärgern kann. Er wird die Milch auskippen. Oh nein, du bist kein Superheld. Du bist ein Superschurke. Was sagst du dazu? Catwoman kennt auch ein paar Tricks. Nimm das! Auch wenn Batman reich ist, weiß er, dass es nicht richtig ist, Geld wegzuwerfen. Hör auf! Es ist Zeit für die Geheimwaffe. Ein Laser? Eine Batman-Taschenlampe? Hey,
Wo wollt ihr denn hin? Die Hellen dachten wohl, sie müssen zu einer geheimen Mission gehen. Gut, dass es in dieser Schule viele Superhelden gibt. Deadpool will den Weltfrieden. Das will doch jeder. Und deswegen hat er viele neue Wähler erreicht. Catwoman will Cap besser kennenlernen. Er ist zwar älter, aber er sieht immer noch gut aus. Willst du mich anrufen? Klar. Hallo, kannst du mich hören? Hey Kumpel, nimm das hier. Hallo? Leider kann Cap nicht mit der modernen Technik umgehen. Supergirl hat wieder ihren Stift vergessen. Was soll sie jetzt machen? Niemand hat einen Ersatzstift dabei. Der Lehrer ist kein Superheld, aber er wird trotzdem seinen Schülern helfen. Hier, jetzt kannst du mit dem Test beginnen. Oh je, irgendwas stimmt aber nicht. Oh ja. Der Lehrer hat eine schöne neue Frisur. Hey Supergirl, du siehst gar nicht gut aus. Der Stift ist schuld. Das ist dein Kryptonitstift. Danke, du bist ein wahrer Freund. Oh, meine Kräfte kehren zurück. Der Lehrer wird wohl mit seiner Glatze leben müssen. Aber den Test kann sie vergessen. Gib mir den Stift. Ich werde mich drum kümmern. Hey. Es ist nur etwas Kryptonit. Captain America hat vor nichts Angst. Wie wär's mit ein paar Selfies? Aber Cap hat eine bessere Idee. Ich bin bereit. Sagt Tschüss. Sehr gut. Ich werde das Foto entwickeln und es euch in einem Monat geben. Echt jetzt? Warum dauert das so lange? Leute, aufgepasst. Das ist euer neuer Chemielehrer, Mr. Joker. Was ist denn mit Batman los? Mr. Joker ist seltsam. Aber diese Schule hat schon viele verschiedene Lehrer gehabt. Batman merkt, dass Mr. Joker ein Schurke ist. Hey, immer mit der Ruhe. Mr. Joker hat bereits mit seinem Experiment begonnen. Alle schauen gespannt zu. Aber Batman ist vorsichtig. Dieser Bösewicht baut eine Bombe. Er muss die anderen warnen. Hey, sieh mal. Wer ist Bob? Oh, falsches Blatt. Hier, welche Bombe? Das ist doch nur ein Chemieexperiment. Oh, Joker. Batman muss ihn aufhalten. Wo sind meine Waffen? Hier. Die Schlacht kann beginnen. Ja, ich habe das Ziel zerstört. Und er hat es geschafft, Joker zu verletzen. Komm her, Schüler. Ein Applaus für unseren Helden. Er hat heute viel geschafft. Denn er hat eine 6 bekommen. So vergibt Harley Quinn die Noten. Geht ihr lieber aus dem Weg. Wir schreiben einen Chemietest. Hey Cap, wach auf. Seid ihr bereit? Dann kann's ja losgehen. Da fehlt jemand. Hey Leute, ich bin schon da. Vielleicht kommt nie zu spät. Was haben wir denn hier? Ups, so schwere Fragen. Leute, könnt ihr mir helfen? Seid still. Wie kann man so überhaupt schummeln? Für Flash ist es ganz einfach. Er kann durch das Klassenzimmer fliegen und die richtigen Antworten sehen. Er hat viel Zeit. Er kann sogar Streiche spielen. Aber er sollte besser den Knopf zurücklegen. Da steht, er soll ihn nicht drücken. Jetzt kann sich Flash nicht mehr bewegen. Die Klassenkameraden werden das bestimmt nie vergessen. In der Zwischenzeit wird der Lehrer Flash die Note geben, die er verdient. Und was machen wir mit ihm? Er kann ruhig hier stehen bleiben. Wir haben Geschichtsunterricht. Das ist so aufregend. Die Schüler werden so viel Neues lernen. Da kommt Cap. Was ist denn hier los? Rennt um euer Leben. Hey, Kumpel, beruhig dich. Niemand wird kommen. Beruhig dich mal. Das ist doch nicht echt. Komm mal wieder runter. Aber Cap ist nicht zu stoppen. Er denkt, dass es eine Bedrohung gibt. Es gibt so viele neue Informationen. Dreht er jetzt völlig durch? Wartet, es ist sinnlos.
Captain America ist mutig und unbesiegbar. Jetzt wird er alle mit seinem Schild retten. Ups, das ist nur ein Bild. Cap muss noch so viel über die neue Welt lernen. Doch die Schüler haben keine Geduld mehr. Cap, leg dich lieber hin. Jetzt haben wir wenigstens etwas Ruhe. Aha. Wie fandet ihr unser Video? Schreibt uns, welchen Superhelden ihr am besten findet. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst doch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst.